Kurzes Fazit. Es war ein sehr konstruktives Gespräch, das wir gemeinsam geführt haben, in dem klar war, dass uns die Stabilität Bayerns wichtig ist. Wir haben viele Punkte besprochen und wir haben festgestellt, dass es ein großes Maß an Übereinstimmung gibt. Wir haben auch festgestellt, dass es aber auch viel Diskussionsbedarf gibt, den wir weiterverfolgen können. Jetzt sage ich mal so, das war ein atmosphärisch sehr gutes Gespräch, von großer Ernsthaftigkeit auch geprägt, kann man sagen. Auch von großer Detail- und Sachkenntnis aller Beteiligten und wenig Ideologie, sondern einfach orientiert an der Sache. Insofern würde ich sagen, war das ein guter Vormittag. Wir werden heute Nachmittag jetzt von unserer Seite das nächste Gespräch führen und uns dann überlegen, wie es weitergehen soll. Aber wie gesagt, der heutige Vormittag war sicher sehr, sehr positiv. Ja, von meiner Seite herzlichen Dank für Ihr Interesse. Danke auch an die CSU für den respektvollen Umgang. Es war eine angenehme Atmosphäre von der ersten Minute an. Ich habe auch keine roten Linien erkennen können, die unüberwindbar wären. Natürlich haben wir bei einigen größeren Themen noch Gesprächsbedarf in der Abgrenzung. Aber ich sehe jetzt keine K.O.-Kriterien, die einer Zusammenarbeit im Wege stünden. Aus beiden Seiten ist herausgehört worden, dass es uns um eine schnelle Fortsetzung auch der Gespräche geht, um für das Land schnell wieder die Stabilität herzustellen, die wir benötigen, die wir derzeit auch haben, die wir auch nicht verlieren wollen in Bayern. Wir wollen hier vielleicht auch mal Signale senden nach Berlin, Signale in andere Bundesländer, wie man miteinander umgehen kann, obwohl man im Wahlkampf natürlich sich abgegrenzt hat, sich behargt hat. Trotzdem eine bayerische Latte hier zu legen, die heißt, für das Land Politik zu machen, nicht für die Partei, persönliche Befindlichkeiten hintanzustellen, sehr schnell zu Lösungen zu kommen und auch neue Ideen zu entwickeln, Bayern auch weiterzuentwickeln, vielleicht eine neue Idee auch einzupflanzen, um zukunftsfähig zu bleiben und trotzdem Tradition zu wahren. Also ich glaube, dass aus dieser Zusammenarbeit eine sehr qualitätsvolle Politik für Bayern erwachsen wird, wenn wir uns am Ende einigen. Wo sind wir noch Gesprächsbedarf? Wir machen jetzt keine Detailorientierung. Wir wollen auch anders, als es bei Koalitionsverhandlungen, zum Beispiel auf Bundesebene war, wird man in Bayern, das gilt jetzt generell, egal mit wem man dann am Ende die Koalitionsverhandlungen macht, keine ständigen irgendwelche Balkonbilder produzieren, keine ständigen Zwischenergebnisse machen, wo dann im Zigarillo-Modus dann gearbeitet wird, sondern es wird, wenn, so ist jedenfalls meine Vorstellung, konzentriert und auch sachlich orientiert, dann und ergebnisorientiert sein. In dem Fall ist Qualität entscheidend, aber ein Stück weit auch muss klar sein, dass so eine Stabilität auch zügig hergestellt wird. Aber das werden wir jetzt sehen. Auf jeden Fall der heutige Vormittag war es auf jeden Fall sehr, hat sich gelohnt, dass wir zusammengekommen sind. Heute Nachmittag ist jetzt erstmal mit den Grünen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Herr Aiwanger, wenn Sie sagen, es gibt eigentlich keine roten Linien, weisen für Sie die Wege ohnehin schon Richtung Koalitionsverhandlungen? Es gibt rote Linien natürlich, aber beide Seiten überschreiten die nicht. Also es gibt keine K.O.-Kriterien, die ich jetzt erkenne, die einer Koalition im Wege stünden. Also in meinen Augen ist es sinnvoll, möglichst zeitnah zu beginnen. Nachmittag wünsche ich ihm noch viel Durchhaltevermögen mit den Kollegen aus Berlin. Dann wird er schauen, wo hier der richtige Partner ist. Ich glaube, er ahnt es oder weiß es, aber wir wollen ihm hier nicht reinreden. Ansonsten glaube ich, dass wir hier sehr schnell nach vorne schauen sollten, um die Dinge in trockene Tücher zu bekommen, weil wir ja bis 11., 12. November fertig sein wollen. Und wenn wir ein paar Tage eher fertig sind, dann sind wir als Freie Wähler auch hier gewohnt, rechtzeitig die Dinge zu Ende zu bringen und nicht Zeit zu verschleppen, nur um möglichst lange Nervenkrieg zu spielen. Wir spielen uns nichts vor, wir wollen Ergebnisse und ich sehe die Dinge auf dem richtigen Gleis. Also zwischen Ihnen beiden gibt es keinen Bedarf mehr für eine weitere Sondierung? Das werden wir jetzt alles weiter sehen. Ja, es gilt ja der Grundsatz, darum prüfe, wer sich ewig bindet. Also wir haben heute Nachmittag das Gespräch, mal sehen, wie das jetzt emotional wird. Wir haben ja von vornherein auch klar gemacht, dass dort natürlich inhaltlich von der Programmatik her ganz andere Unterschiede sind, als wir das von vornherein bei den Freien Wählern gesehen haben. Wie gesagt, es war heute ein konstruktives Gespräch, kann man sagen, sehr konstruktives. Aber trotzdem ist da auch da ist noch eine Menge an Arbeit zu leisten. Denn da gibt es auch viele Einzelfragen, die man noch mal genau diskutieren muss. Aber für heute, für jetzt ist das schon mal ein gutes Ergebnis. Danke Ihnen erst einmal. Wir schauen, wie es weitergeht. Okay. Danke Ihnen.